Hey, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 1800, mein lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt euch da weiter. Ja, Leute, wir sind im Krieg. Wir sind immer noch im Krieg mit dem guten bzw. bösen Kasparov. Naja, da müssen wir halt durch. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir wissen es. Neue Aufnahmesession. Das heißt, ich kann mich jetzt auch mal bedanken bei den Kommentaren, die ich bekommen habe bislang. Und das waren auf jeden Fall Marco, meine ich, und Reinhard. Vielen lieben Dank für eure Comments. Reinhard meinte, dass ich aufhören soll, Sachen zu verkaufen. Die Begründung ist er mir noch schuldig geblieben. Also das würde gar nichts bringen. Also ja, okay, bringt nicht viel, das sehe ich ein. Aber das stört mich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie so Sachen verkaufe, von denen ich wirklich einfach genug habe, wo ich halt die Statistik kenne und weiß, dass ich davon genug habe. Aber ja, da gebe ich dir recht. Es gibt natürlich eine bessere Übersicht, wenn man das nicht tut. Das ist klar. Und weiterhin soll ich nur Linienschiffe bauen, anstatt mich auch auf die anderen Kanonenboote zu konzentrieren. Und der Marco meinte, ich kann auch mit Wegepunkten das hier perfekt alles umgehen, wie ich das will. Ja, weiß ich, ist mir nur gerade zu viel Arbeit. So einfach ist das. Aber vielen Dank euch, freut mich sehr. Mal gucken, was ich umsetze und was nicht. Also wie gesagt, Linienboote verstehe ich, könnte ich mich drauf spezialisieren, aber ich baue die anderen ja jetzt sowieso, also warum nicht? Die sind ja auch besser. Ja, die haben ja mehr Feuerkraft, also jetzt werde ich auch ein paar davon bauen. Aber ich werde nebenbei auf jeden Fall weiterhin auch Linienschiffe bauen. Das steht schon mal fest. Boah, es ist laut gerade für mich, ich muss mal ein bisschen runterfahren hier. So, was steht an? Ja, die letzten Folgen waren hart an der Kante, aber... Admiral anwesend. Achso, das ist hier... Wir sind dabei und versuchen natürlich den Krieg gegen den Herrn Kasparov zu gewinnen. Das wäre schön, da er auch der letzte Gegner ist. Wir haben momentan ein Schiff im Bau, ich glaube aber kein Schlachtschiff oder wie die Dinger heißen. Wie heißen die Dinger? Ach doch, eins ist im Bau, ist bald fertig. Schlachtkreuzer. Ja? Aber da brauchen wir für den nächsten Bau noch mehr Stahl und mehr schwere Geschütze. Aber gucke ich auch mal im Vergleich, wie die so sind. Ich werde mal den Sammelpunkt hier hinlegen, damit er direkt hier rüberfährt. Ja, und dann werden wir die drei Schiffe, die ich noch in der neuen Welt habe, hier hinziehen. Und dann fangen wir an. Ich würde sagen, dass wir auch hier in der alten Welt einfach anfangen. Mit dem Krieg. Beziehungsweise mit dem Angriff. Krieg haben wir auch so. Wir müssen sehen, hier, was haben wir hier schon wieder? Mal ein bisschen Schaden machen. Ich kann noch nicht mich wirklich hier in die Mitte bewegen. Also gut, jetzt ist hier gerade nicht so viel. Aber letztlich hat er halt... Wie sieht das denn aus? Wir gucken mal in der Diplomatie. Alter. Handwerk zur Unkennbarkeit. Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Das ist natürlich schon ordentlich, was Militär angeht. Aber gut, dazu zählen ja auch... Die Geschütze am Hafen und da, also wirtschaftlich hängen wir nicht weit hinterher, das muss man sagen. Da sind wir nicht weit hinterher. Wo ist eigentlich der Gelbe hin? Ist der tot? Wurde der einfach tot gemacht von einem von denen? Wahrscheinlich vom Kasparov. Stapel gelaufen. Ah, ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Leute! Leviathan! Oh nee, sagt nicht Leviathan, ey. Da muss ich an Dings denken hier. Wisst schon, Subnautica. Da hab ich Schiss. So, was hat der für eine Feuerkraft? 49. Und ein Linienschiff hat... Achtung, Admiral anwesend. Mehr? What the fuck? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Auf die Station. Dafür sind die halt immer gleich schnell. Ne? Das ist natürlich nicht so ohne... 6000 Hitpoints. 850 Unterhaltskosten. Das habe ich nicht bedacht. Was kostet ein Linienschiff? Neue Befehle? 250. Alter. Okay. Also Linienschiffe scheinen ja tatsächlich irgendwie besser zu sein. Alleine was die Unterhaltskosten angeht. Egal, wir bauen nur drei von denen oder so, dann passt das. Ja gut, dann muss ich tatsächlich umschwenken ein bisschen. Wie viel Stahl fließt hier rein? Also da...
Shit. Ist die Monitor vielleicht noch besser? Wahrscheinlich, oder? Was ist denn das überhaupt? Frachtschiff, Öltanker, Schlachtkreuzer. Was ist denn bitte die Monitor? Der Überfahrt zurückgekehrt. Was war das nochmal? Ah, die Kaffeelieferung. Hey, Moment mal. Ach doch. Steuermann. Haben die überhaupt noch Kaffee? Ein bisschen oder was? Ja, hier, das geht immer noch runter. Das hat man doch gefixt, dachte ich. Vielleicht sind einfach noch keine da. Warte mal. Wo ist der Kaffee? Da. Ah, ist gerade komplett runtergegangen. Ich hatte doch hier... Wo ist das Schiff? Dort. Bereit für den Einsatz. Es mangelt an Arbeitskraft. Wieso hast du 8 Pelze? Nein. Wieso hat er 8 Pelze? Wieso lädt er die Pelze nicht ab? Müssen wir gleich nochmal testen, was der da macht. Schoner steht bereit. Ha, also das mit den Pelzen müssen wir nochmal checken, warum da dann nichts passiert. Wenn er den nicht abgeladen hat. Warten wir mal ab. Letztlich ist halt wichtig, dass der auch 50 Alkohol hier lässt, ne? Wie haben die denn? Na gut, das geht aber. Platz dafür ist da. Aber sonst hat er keine 4 Slots für den Rückweg. Das gibt dann Probleme. So, jetzt gibt's erstmal Kaffee für euch. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, mit den Schiffen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir müssen natürlich, ich muss auf ihren Befehl letztlich mehr Kanonen produzieren. Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier an Sie übergeben. Ah, nee, momentan kann ich sowas nicht machen. Verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. So, jetzt gibt's erstmal was Kaffee. So, und du fährst direkt wieder rüber. Stapel gelaufen. In die neue Welt. Neues Schiff. Es mangelt an Arbeitskraft. Steuermann. Also ich werde jetzt... Ich werde jetzt das eine hier noch bauen. Oder? Das ist ja jetzt gleich fertig. Dann werde ich die erstmal abreißen. Ja. Und dann mich auf. Dann haben wir ja wieder Stahl übrig. Werde weitere Kanonen produzieren, weil das ist halt zu teuer. 850 Unterhaltskosten. Ich kann ja nur noch 2 bauen, dann sind wir durch. Ich baue das auch nicht mehr. Also ich werde das jetzt abreißen. Die nicht, die brauchen wir. Wo war denn. Dynamit. Auch erstmal nicht mehr. Wobei, die hätte ich jetzt auch lassen können, ne? Weiß nicht, wofür wir Dynamit noch brauchen. Egal. So, das heißt jetzt, dass wir Salpeter hier hinkriegen und einen Überschuss an Talg haben. Warte mal, das heißt, die... Kann ich hier auch erstmal wieder abreißen. So... Die will ich auf jeden Fall weiter produzieren.
Gott, wir haben sehr viel Eisen gerade. Das heißt, wir machen jetzt mal... Wo sind sie? Kanonen. Schiff unter Beschuss. Moment, das muss ich erst regeln. Achtung, wo Admiral ist das denn? Ach, was ist denn? Was macht es denn? Unterwegs. Trottelschiff? Ich habe lange an meinem Krieg. Hier ist noch eins. Mehr als bereit. Moment mal. Hier war ich doch gar nicht. Schön weg da jetzt. Fährt der da hinterher, ey. Der doof. Naja, okay. Okay. Machen wir jetzt erstmal. Och, Kinders. Mein Verlag. Ich meinte Ihr Verlag. Ihre. Mach jetzt mal kein Geld. Ich will mal gerade gucken, wie viel wir dann überhaupt kriegen. Sie haben an Einfluss. Fuck, das ist natürlich jetzt nicht gut. Dass das so viel ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Egal. Da hilft ja jetzt nichts. Nummer 4, ich weiß nicht. Wir haben gerade sehr, sehr viel Eisen auf Halde. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Von daher probieren wir es einfach mal. Es mangelt an Arbeitskraft. Ach, die, warte mal. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte nicht, dass die... Aber ich habe das Kraftwerk ja hier. Die haben Strom. Geht das Material aus. Das ist natürlich nicht schlecht. Ohne die nötigen Elemente können wir keine. So, was ist jetzt mit dem Schiff los? Wo ist es? Hä? Moment mal, wo ist denn jetzt? Ei. Da ist er. Er hat überhaupt keinen. Ah, weil er hier 15. Weil er diesen Slot hier belegt hat, oder? Oder wurde der jetzt gerade wieder voll gemacht? Versteh's nicht. Wie viel Eisen tummelt sich denn hier? Nicht so viel. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich glaube, das funktioniert nicht mit dem Slot da. Es Arbeitskraft. Dann machen wir es so. Laden. Wo sind sie? Wo sind die Fälle? So, annehmen. Das muss doch jetzt funktionieren, oder nicht? Erwarten neue Horizonte. Müssen wir jetzt abwarten, Scheißdreck. Aber warte mal, das hier mal auf jeden Fall. Hier. Scheiße, ey, unsere Bilanz. Das hier ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Mal halten. Ja, die könnten Strom kriegen, tatsächlich. Aber ich weiß gerade nicht wie. Beziehungsweise doch, weiß ich, aber ist mir gerade ein bisschen zu stressig. Eine zweite Werft. Wo sind wir? Zum Einsatz. Es mangelt an 850 kann ich mir nicht leisten. So, die Waffenruhe wurde beendet. Kann sein, dass ich demnächst nicht mehr genug Segel habe, oder? Wobei, nein, das kann nicht sein. Holz kann auch nicht sein. Also es ist tatsächlich nur Arbeitskraft. Scheiße, ich brauche ein paar Arbeiter. Was sie auch Tü-tü-tü. Los weiter so. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, du holst wahrscheinlich neuen Kaffee.
Setz die Segel. Ne, warte. Nur hier hinten rum. Sind unterwegs. Ruder übernehmen. Gucken, was hier los ist. Flotte legt ab. Konkurrenten haben einen Frieden. Gerade gucken, wie sieht es denn mit Stoff aus? Ihr Hafen wird angegriffen. Was? Wieso habe ich denn jetzt mit der wieder? Oh, Beef. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Schnauze halten. Okay. Wie sieht's mit dem Stoff aus? Davon dürfte wahrscheinlich noch genug da sein. Ach, hier steht auch noch einer rum. Schiff unter Beschuss. Alter, geh mir doch mal auf den Sack. Mal den Clipper down da. Minus 1, Kasparov. Minus 1. Komm, einmal noch. Werdet ihr ja wohl schaffen. Schieß. Also. Bye, bye. Schiffe sind nie für die Ewigkeit. Du bist nicht für die Ewigkeit, mein lieber Freund. So, okay, das ist geglückt. Ja, das Problem ist, glaube ich, mit der Bilanz auch, dass die halt momentan keine Pelzmäntel haben, was sehr, sehr schlecht ist für uns. Das müssen wir hinkriegen. Erwarten neue Horizonte. Ich weiß die Arbeit anderer eben zu schätzen. Gar nichts weißt du. Hi. So, warte mal. Stoff. Kannst auch du erstmal wieder in die neue Welt. An Arbeitskraft. Wo denn? Ach. Jornaleros! Jornaleros. Das gehen wir doch hin. Ein paar Jornaleros. So. Wieso habe ich jetzt auf einmal wieder so viel Geld? Man weiß es nicht. So, Kaffee ist hier. Also ja, mit den Routen, das kann ich alles einstellen, ist mir aber gerade ein bisschen zu stressig irgendwie. Also ich meine, das ist ja jetzt hier nicht so viel Arbeit, das gerade mal so ein bisschen händlich zu machen. Wo ist der Kaffee? Es mangelt an Arbeitskraft. Kaffee. Le Café. So. Alles bereit. Und es kann halt immer irgendwas passieren, habe ich keinen Bock drauf. So habe ich das unter Kontrolle. Das passt. Die unterschiedlich schnell? So. Na ja, gut. So. So. Warte mal, was macht der jetzt hier? Hat er das jetzt mal richtig gemacht? Ja. So, jetzt kommen endlich mal Pelze an hier. Was gut ist, denn wir sehen, ja, momentan ist es noch hoch, aber ich denke, das ist auf der Kippe. Wahrscheinlich hat er gerade eine Lieferung von den anderen, naja, ein paar sind da. Wie viel? Wir haben eigentlich genug Öl, ne? Ich könnte...
den tatsächlich, denke ich, Strom. Au, oh, hier ist auch irgendwie ein bisschen Corona. Oh, durfte ich nicht sagen. Es mangelt an. Aber egal. Geh mal da ran. Ach, scheiße, da komme ich nicht ran. Shit! Scheiße, jetzt baut er das auch noch. Och, Brilli, ey, du gehst mir richtig auf den Sack. Müssen wir in der nächsten Folge mal eine Lösung finden. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Dann muss ich das nochmal abreißen und woanders hinbauen oder so. Irgendwie müssen wir hier rauskommen mit der Schiene. Das kriegen wir hin. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei Anno 1800. Ich freue mich drauf. Bis dahin sage ich tschüss, macht es gut und bleibt gesund. Euer Brilli.